König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir begrüßen euch zur ersten regulären Folge dieses Jahres. Und bei mir ist wie immer der großartige Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Außerdem bei mir wie jedes Mal ist der wundervolle Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und was für ein tolles Jahr 2024 das schon wieder ist. Ja, es ist fantastisch. Aber dazu mehr dann später in der Hausmeisterei. Aber völlig unironisch, das Jahr fängt insofern gut an, dass wir unsere Lieblingsgeisel mal wieder gelüftet haben. Hallo Hendrian. Hui, ist das frisch da draußen. Könnt mich dann wieder von der Wäscheleine abnehmen. Das machen wir. Aber bevor wir das tun, wollen wir erstmal mit und für euch über die, ja, wie nennt man das? Ist das schon eine Novelle? Joyland sprechen. Und ja, Flo, du hast doch dazu bestimmt eine Einordnung. Ja, ich überlege gerade auch, es wird eigentlich als Roman gewertet, aber es ist nicht viel mehr als eine Novelle. Ja, King schrieb 1982 eine Geschichte, die in einem Vergnügungspark spielt. Er hat sie nie beendet. Sie hieß Sky Bar. Und womöglich kommen wir irgendwann mal darauf zurück, aber das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was wir heute besprechen. Denn heute besprechen wir eine andere Geschichte, die in einem Vergnügungspark spielt. King hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, er mag Bücher, oder er hat sich gefragt, warum er nicht schon viel früher Bücher über Rummelplätze geschrieben hat. Die hält er für äußerst verstörend. Und er hat dann auch gesagt, er hat schon seit 20 Jahren so ein Bild im Kopf von einem Kind in einem Rollstuhl, das einen Drachen steigen lässt. Okay, ja. Schön gut. Dann gab es natürlich noch eine weitere Sache. Er hat ja Colorado Kid für die Reihe Hard Case Crime rausgebracht. Das war diese, ja, wirklich nur Kurzgeschichte, würde ich sagen, die bei uns allen nicht so gut weggekommen ist. Und dieses Buch hier ist seine zweite Geschichte für Hard Case Crime. Ich würde mal jetzt schon vorab behaupten, es ist zumindest besser als Colorado Kid. Ja. Ja. Es ist auch ein bisschen dicker. Es ist auch kein reiner Krimi. Und ja. Es ist halt so. Erschienen im Juni 2013. Am 4. Juni in den USA. Am 17. Juni in Deutschland. Originaltitel und deutscher Titel sind Joyland. Und der Jonas sagt uns jetzt, worum es geht. Das mache ich gerne, aber vorneweg eine kleine Warnung, dass die Inhaltsangabe ist diesmal ein bisschen konfuser als sonst möglicherweise, weil es gab ein paar Handlungsstränge und ich habe nach dem Lesen ein bisschen Zeit vergehen lassen. Deswegen, verzeiht mir das. Devin Jones jobbt in den Semesterferien des Jahres 1973 in einem Vergnügungspark namens Joyland. Die Arbeit macht ihm im Großen und Ganzen auch Spaß und er lernt neue FreundInnen, vor allem Aaron und Tom, kennen. Allerdings über allem hängt die Furcht vor der Trennung von seiner Freundin Wendy, die dann später auch eintritt. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Kinderbespaßung im Kostüm des Parkmaskottchens Howie. Während einer solchen Gelegenheit gelingt es Devin, ein kleines Mädchen zu retten, das beinahe an einem Stück Hotdog erstickt wäre. In der Geisterbahn des Parks soll es angeblich auch spuken, und zwar seit dort eine Gästin während einer Fahrt ermordet wurde, und zwar wahrscheinlich von einem Serienmörder, der Ähnliches schon in anderen Parks durchgeführt hat. Das ist allerdings zum Zeitpunkt der Geschichte schon einige Zeit her, das soll ich vielleicht noch erwähnen. Devin, Aaron und Tom wollen das auch mal überprüfen und machen an ihrem freien Tag eine Fahrt mit der Geisterbahn. Und Tom sieht dann auch den Geist und ist gerade bleich und ziemlich verstört. Nach der dann erfolgten Trennung von Wendy entscheidet sich Tom, für ein Jahr das College zu unterbrechen und währenddessen fest in Joyland zu arbeiten. Er freundet sich dann mit dem behinderten jungen Mike an und dessen Mutter Annie,
die er ja quasi täglich auf dem Arbeitsweg trifft. Und Mike verfügt auch so ein bisschen über ja hellseherische Fähigkeiten, so wie ja, so ein bisschen Shining, sag ich mal. Devin schafft es dann auch eines Tages, den Park an einem eigentlichen Schließtag nur für Mike öffnen zu lassen. Und neben jeder Menge Spaß gelingt es Mike auch, den Geist aus der aus der Geisterbahn zu erlösen. Und dabei kommt dann auch ein leerer Wagen mit einem blauen Haarband aus der Bahn gefahren. Devin erhält aus Dankbarkeit Sex mit der Mutter. Und kaum ist er dann zu Hause angekommen, wird er von dem Serienmörder angerufen, der sich wenig später als ein Arbeitskollege aus Joyland herausstellt. Es kommt zum Showdown auf dem Riesenrad. Annie, die Mutter, erschießt den Mörder und alle sind mehr oder weniger happy. Im März darauf verstirbt Mike und Annie und Devin verbringen eine kleine Trauerfeier am Strand. Ende. Okay, danke für die Zusammenfassung. Ich finde das gut, dass du auf den wichtigen Punkt in der Geschichte gleich den richtigen Schwerpunkt gesetzt hast. Das fand ich auch sehr witzig. Aber der Sex mit der Mutter? Ja, ja. Das ist eine dieser Stellen in diesem Podcast, in dem ich wieder schreien werde. Aber gut, kommen wir da langsam zum Thema. Wie war dann so euer erster Eindruck? Ich meine, es ist ja tatsächlich mal wieder etwas tendenziell King-untypisches grundsätzlich. Flo. Ich habe die Geschichte damals gelesen, als sie rauskam und hatte sie als relativ gut in Erinnerung, also jetzt kein Meisterwerk, aber für so eine, ja, so ein schöner Happen zwischendurch, so ein Hauch Geistergeschichte mit drin, der in meiner Erinnerung ein bisschen größer war, als er tatsächlich ist. Mhm. Und ja, ich mag die Geschichte auch nach dem zweiten Lesen, wobei mir diesmal ja mehr problematische Dinge aufgefallen sind. Okay. Hendrian? Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß bei der Geschichte. Einfach, weil wir haben radikale Christen, wir haben Waffennarren, wir haben einen Vergnügungspark, wo ich die ganze Zeit an Zombieland denken musste. Also, ich war amüsiert und gut unterhalten. Vergiss nicht den Sex mit der Mutter. Ich vergesse nie den Sex mit der Mutter. Nee, das klingt falsch. Jonas, wie war dein erster Eindruck? Der erste Eindruck war, oh Mann, der Kerl nervt. Ja, aber es hat sich gebessert. Also, es war auch ein bisschen nachvollziehbar, weil ich konnte mich daran erinnern, wie es war, als ich jung war und keinen Sex hatte. Und ja, schon, aber ist er trotzdem genervt. Aber die Geschichte an sich, die war nicht verkehrt. Ich fand es schade, dass ausgerechnet hier Lane dann der Mörder war, weil den mochte ich eigentlich auch. Aber naja. Nee, also ansonsten eine nette Geistergeschichte. Ich muss sagen, was mir hier sehr gut gefallen hat, ich weiß nicht, mit dem Inhalt, der ist ganz nett, mit dem kann ich leben. Mit dem kann ich auch viel besser leben als, sagen wir mal, die Arena oder sowas. Also, der Inhalt war okay, aber er war jetzt nichts, was mich als Geistergeschichte so vom Hocker gerissen hätte. Dafür gibt es sehr viel schönere Herangehensweise an das Thema Geistergeschichte. Aber was ich ausdrücklich sagen muss, was mir sehr gut gefallen hat, hier hatte King endlich für mich mal wieder seinen Ton gefunden. So wie sprachlich und rhetorisch und symbolisch King früher mal war. Das hat er hier für mich in diesem Buch wiedergefunden. Das hat mir deswegen sehr gut gefallen. Finde ich auch. Und ich glaube, es tut in der Hinsicht dem Buch auch gut, dass es wirklich nicht zu dick ist. Wenn er das hier noch ausgewälzt hätte, wären wahrscheinlich dieselben Probleme, die wir mit den letzten Büchern hatten, auch wieder aufgetaucht. Mhm. Aber das passt hier gut zusammen. Ich hatte nur jetzt Befürchtung, auch wenn der Typ, wie alt ist er, 20, ja, schon 20 ist, dass es dich vielleicht ein bisschen stört, dass es doch so Anleihen an eine Coming-of-Age-Geschichte hat. Ja, ich sag mal so, das Coming-of-Age hat mich nicht unbedingt gestört.
Was mich halt massiv genervt hat, war dieser ganze Inselquatsch, den der Junge abzieht. Was aber eben einfach daran liegt, also diesen Inselscheiß hätte er auch mit 45 abziehen können. Deswegen hat das für mich dieses Coming of Age ein bisschen überschrieben. Ja. Und der andere jugendliche Charakter, den wir haben, namentlich das Kind, also Mike, der hat halt nicht die Möglichkeit zum Coming of Age. Von daher, und das war ja abzusehen. Von daher ging der mir jetzt auch nicht unbedingt auf den Keks. Also ja. War es eher eine Art Age of Coming Geschichte statt eine Coming of Age Geschichte. Gott, ich freue mich so auf mein Zitat. Aber das muss ich halt sagen, das ist von Anfang bis zum Ende. Ich habe wirklich Spaß gehabt an einzelnen Charakteren. Ich habe zum Beispiel an eigentlich fast allen Charakteren, die auf diesem Rummel arbeiten oder auf diesem Freizeitpark, habe ich mit fast allen echt viel Spaß gehabt. Die haben auch wirklich gleich bei mir gezogen, die haben gleich funktioniert. Ich hatte mehr oder weniger gleich ein Gefühl für den Jargon, für allgemein das Flair in diesem Park, also diesen klassischen Geruch nach Zuckerwatte und allem und Zeug und Dreck und Staub und Zeug und Schweiß im Hochsommer und so. Ich hatte ein Gefühl für diese Kameraderie, die da so entsteht. Das hat für mich funktioniert. Aber unser Hauptcharakter ging so gar nicht für mich. Und ich kann leider auch Jonas nicht zustimmen, dass da für mich besser wurde im Laufe der Geschichte. Wie ging's denn euch? Doch, da muss ich mir Jonas echt zustimmen. Die ersten, ich sag jetzt mal 20-30% der Geschichte, dachte ich mir, mein Gott, Student, furchtbar. Wurde aber immer sympathischer, je länger die Geschichte dauerte. Nicht, dass er irgendwie mir ans Herz gewachsen wäre bei der ganzen Geschichte. Das nicht, aber aushaltbarer auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Also vielleicht nicht unbedingt sympathischer, sondern weniger unsympathisch. Ja, und genau das. Ja, in einem Level, so dass es einen nicht mehr stört. Also nein, so ging es mir auch. Alleine aus dem Grund. Ihr gebt mir recht, dass diese Geschichte, wo er den Jungen dann in dem Freizeitpark hat, als quasi Exklusivgast, das ist, soweit ich mich erinnere, doch relativ weit hinten im Buch, richtig? Ja. So, und alleine, dass er während dieser Situation übergriffig und frech genug ist, die Mutter zu küssen, weil er weiß, dass sie jetzt gerade emotional dafür vulnerabel genug ist. Ja, es waren die 70er Jahre. Nein, deswegen geht er mir halt trotzdem nicht weniger auf den Sack. Naja, ich finde ihn vorher halt noch schlimmer, also doch. Ja, aber ich denke mir halt, vorher kann man das noch schönreden mit, ja, es ist halt ein Idiot, ja, es ist ein Student, ja, der hat vom Leben nichts gesehen. Bis dahin. Aber ab dem Zeitpunkt, als er gesehen hat, ja, das sind Menschen, die Schicksale haben. Das sind Menschen, die einsam sind, obwohl sie, keine Ahnung, 50 sind, 60 sind. Der auch das erste Mal in seinem Leben mal ordentlich gearbeitet hat mit den Händen. Der müsste an diesem Punkt in diesem Buch viel, viel weiter sein, was er halt nicht ist. Absolut nicht, weil nur weil er sieht, dass es andere Menschen mit anderen Leben gibt, stellt das nicht seine Hose still. Und er ist trotzdem ein 20-jähriger Trottel. Ja. Oder 21-jähriger Trottel. Ja, okay. Da habe ich wahrscheinlich einfach nur andere Ansprüche an Menschen. Aber auch das ist ja nichts Neues. Und bedenke, er hat sehr viel schlechte Luft eingeatmet in diesem Hundekostüm. Das schlägt auch aufs Gehirn. Wie ging es euch denn mit der Atmosphäre? Hat die Atmosphäre für euch funktioniert in diesem Park? Auf jeden Fall. Also ich war direkt in dem Park, also dafür, dass ich sehr selten in Vergnügungsparks war, hat sich das erstaunlich gut angefühlt. Das hat gepasst. Und vor allem auch das bisschen hinter die Kulissen gucken, das konnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, und es hatte auch für mich so dieser, ich will nicht mal sagen Geistergeschichte, sondern diese Geisterbahngeschichte. So diese Atmosphäre, das hat für mich gepasst. Es war immer so wie so ein leichter Grauschleier über dem Ganzen.
Vielleicht auch, weil so dieser leicht heruntergekommene Park war und so alles. Also das fand ich ziemlich gut. Die Atmosphäre hat mir echt Spaß gemacht. Es war für mich von Anfang an sofort die erwachsene Version von Die drei Fragezeichen und Die schwarze Katze. hat echt gut funktioniert. Das ist lustig, weil bei mir war so, ich wie gesagt, das reine Flair hat bei mir echt gezogen und eben auch die Charaktere, die da so rumgelaufen sind. Aber erstens hat es sich für mich eher angefühlt wie Rummel und weniger wie ein stationärer Freizeitpark. Absolut. Und ich glaube, dadurch hat bei mir die ganze Nummer mit der Geisterbahn auch irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also die Geistergeschichte an sich ja, aber ich habe halt überhaupt keine Vibes von dieser Geisterbahn gekriegt. Oder dass da so, wie Flo, du sagst, so ein Grauschleier über der ganzen Geschichte, so ein Mysterium-Dings. Das ist an mir komplett gescheitert. Nee, mit Mysterium meine ich damit auch nicht. Ich meine, wie soll ich das sagen? So dieses Gefühl eines aufziehenden Gewitters. Ja, also, selbst also, das nicht. Doch, also das hat für mich. Ich verstehe, was du meinst, es kam nur bei mir nicht an. Es ist so, dieses, du hörst in der Ferne schon das Donnern, du weißt, irgendwas kommt da, wird's schlimm, wird's nicht schlimm. Spoiler, es war nicht so schlimm, aber doch, die Stimmung hat da so für mich gepasst. Was mir tatsächlich wirklich gut gefallen hat, waren die Leute, die da so umgelaufen sind. Also, ich glaube, Freddy heißt der alte Chef, richtig? Der Easter Egg, nee, wie heißt der? Easterbrook. Der dann die Blumen aus dem Hut zaubert, als die Mutter im Freizeitpark ist. Der quasi den Begrüßungschef macht. Aber der hat halt für mich so als belehrende Großvaterfigur so grundsätzlich ein Chef, der sich aber nicht komplett unsichtbar macht, so. Na, nicht dieser Verwaltungshandel, sondern... Na, okay. Das hat für mich schon ganz gut funktioniert. Und ich muss halt sagen, an Lane als Charakter habe ich auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. Der war fantastisch gezeichnet. Aber ich glaube, es war der Verwaltungshandel, der dann in seine alte Rolle als aktiver Dings gestupft ist. Aber er hat sich halt ja auch im Verlauf des Buches ab und zu die Pfoten dreckig gemacht und hat seine Mitarbeiter selbst begrüßt und hat eben immer noch vom alten Geschäft erzählt, als er den ganzen Quatsch noch selber gemacht hat. Ach so, ja. Also ich meine halt, er ist nicht dieser klassische Verwaltungshansel, der immer nur in seinem Büro gesessen hat und die Zahlen wälzt und von der Realität nie was gesehen hat. Ja, das stimmt. Das habe ich dann nur falsch verstanden. Ja. Ja, wie fandet ihr denn die Figuren sonst so grundsätzlich? Ich meine, dass wir die Hauptfigur jetzt nicht unbedingt sympathisch fanden, haben wir, glaube ich, alle schon gesagt. Mhm. Aber ja, es gibt ja noch auch außerhalb des Vergnügungsparks Figuren, oder sind das doch eher wieder nur Funktionen? Bis auf eine Ausnahme würde ich sagen, es sind wieder Funktionen. Und das sind Tom und die, wie heißt es, Erwin? Das Mädel, die Fotografin? Die sind halt Plotpoints, wenn wir ehrlich sind. Das ist einmal, um dieses Mysterium mit der Geisterbahn anzuschubsen und die Recherche dazu. Die einzige Ausnahme, was ich sagen muss, an dem ich sehr viel Spaß hatte, war der Vater von unserem Hauptcharakter. Den fand ich cool. An den habe ich kaum noch eine Erinnerung. Der ist mir auch irgendwie unterm Radar durchgerutscht. Er taucht auch nur wenig im Buch auf. Am Ende, glaube ich, noch mal ein bisschen länger, wenn er dann auch irgendwann stirbt. Zwei Seiten, genau. Ja. An den tatsächlich weniger, aber wie heißt die Frau? Also an den im Hotel, also in der Wirtschaft quasi. Ja. Also an den evangelikalen Vater. Da... der hatte für mich mehr Charakter. Natürlich ein Arschloch-Charakter, aber mehr Charakter. Buddy Ross heißt der Fernsehprediger. Stimmt. Vater.
ich möchte nicht jetzt schon anfangen zu schreien, aber wir müssen ja leider über diese ganze Thematik mit Behinderung und Blödsinn reden. Warum ist das in diesem Buch drin? Weil King gesagt hat, er hat vor 20 Jahren mal das Bild im Kopf gehabt von einem behinderten Kind, das einen Drachen steigen lässt. Oder was? Ja, genau aus diesem Grund. Ich frage mal euch, weil ich weiß, dass ich davor eingenommen bin. Aber wie fandet ihr das? Erstmal, dass wir das überhaupt da drin haben. Es war ein Fremdkörper. Ich weiß nicht, warum das in der Geschichte war. Ja. Also, die Mutter hätte keine Mutter sein müssen. Die hätte man auch so einfach reinbringen können. Naja gut, die Mutter musste Mutter sein, damit wir sie nur einmal anbumsen und dann ja. uns verpissen können, damit das sozial anerkannt ist. Ja, das, natürlich, das, aber... Das macht Sinn für mich, aber... Nein, ich meine nicht gegen die Figur. Also, das hätte ja auch sein können, ohne dass sie Mutter ist. Aber warum der jetzt da auftauchen musste, der, auch wenn er hier wieder so leicht übersinnliche Fähigkeiten zu haben scheint, es bringt der Geschichte überhaupt nichts. Gut, das ist, ja, es ist der Katalysator für diesen Tag im Freizeitpark. Nein, ist nee, ich, ja, redet ihr erstmal was. Ich hatte anders. Beim Hören, also ich habe es ja nur als Hörbuch gehört, ist es mir nicht sauer aufgestoßen. Das ist halt wieder so ein typisches Kind, was King schreibt. Mhm. Wenn ihr jetzt so drüber redet, ist es natürlich irgendwie, ich weiß, dass witzig in dem Fall nicht das richtige Wort ist, aber witzig, weil das so ein bisschen was von Jahrmarkt, 18. Jahrhundert, Kuriositätenkabinett hat, inklusive diesem Aberglaube, dass behinderte Menschen, gut, wahrscheinlich vor allem geistig behinderte Menschen, übersinnliche Fähigkeiten hätten. Ich bin letztens in einem Wikipedia-Rabbit-Hole über Hofnarren gefallen. Deswegen kam ich, glaube ich, auch drauf. Jonas, hast du auch eine Meinung? Ja, ich weiß nicht, ob es das Kind gebraucht hätte, aber es wäre eine ganz andere Geschichte gewesen, wenn es nicht drin gewesen wäre. Weil die ganze Erlösung von dem Geist in der Geisterbahn hätte es nicht gegeben, die... Die hätte es aber auch gegeben, wenn das Kind gesund gewesen wäre. Achso, du weißt jetzt, die mir... Ich will auf die Behinderung hin. Naja, so ein die, Kind... Die Behinderung hätte es... ja, aber ohne die Behinderung hätte es kein... Nicht das gegeben, okay, das Kind wird alleine in den Park gebracht. Weil warum... Wenn es die Behinderung nicht gegeben hätte, wäre die Mutter einfach so mit dem Kind da reingegangen. Dann hätte sie das Kind ein goldenes Ticket gewinnen lassen. Ich wollte gerade sagen, ja, entweder das Kind hat den Papa verloren und große Veteranenehrung oder der Fernsehprediger hat uns reingekauft. Oder es wäre das Kind gewesen. Aber ja, aber es geht ja darum, dass Devin das Kind da reinbringt. Ja, dann hätte es das Kind sein können, dass er da dem er das Leben rettet. Und das ganz verstört ist danach und Angst vor dem Vergnügungspark hat und er zeigt nach Feierabend. Ja, aber warum sind die dann alleine da am Strand die ganze Zeit? Wenn das Kind nicht quasi aus Kurgründen dort ist. Ja, die können ja dort wohnen. Ja. Jein. Es ist eine Ferienhausregion, da wohnen eigentlich keine Leute so schnell. Aber da wohnen ja auch Leute, die dort in der Umgebung wegen irgendwas arbeiten. Und wenn das nun so ist. Ja. Aber man hätte ein paar weitere Umwege machen können. Und sicher, aber ich glaube, es ist halt so, King hatte diese Idee und musste sie irgendwie umsetzen und dann hat er das halt irgendwie gemacht. Ich glaube, das stand halt nicht zur Debatte, wenn das der Ursprung der Idee war. Deswegen habe ich mir wenig Gedanken drum gemacht. Ja, natürlich. Zu spekulieren, auch was man hätte sonst machen können, ist eh mühselig. Darf ich einhaken? Na gut. Ich werfe eine Theorie in den Raum. Das beste Szenario, das bestwollendste Szenario, was ich für King in diesem Moment wieder unterstellen kann, ist die Tatsache, er hatte dieses Bild von diesem Kind mit dem Drachen.
und wollte mit irgendwie Gewalt dieses Bild irgendwie in eine Geschichte verarbeiten. Das ist für mich die akzeptabelste Erklärung, warum dieses Kind dort drin ist und warum dieses Kind diese Behinderung hat. Die Realität sehe ich anders. In der Realität glaube ich, dass dieses Kind und vor allem diese Behinderung nur dafür da sind, um unseren Hauptcharakter zu rehabilitieren und zu zeigen, dass es ja einer von den guten Nice Guys. Weil wir ihn vorher als diese ganze problematische Inselscheiße und so weiter und so fort etabliert haben. Aber wenn der ja lieb zu dem Krüppel-TM ist und das nicht nur um die Alte zu bumsen, sondern wegen des Krüppels selber und sich damit vielleicht sogar mit der Mutter noch anlegt und sich damit vielleicht seine Chancen, die Alte anzubumsen, verbaut, dann muss das ja ein richtig guter Kerl sein. Und das wird natürlich noch verstärkt durch Lane, der ja einerseits diesen ganzen Spiel Spaß da mitspielt, mit dem Kind durch den Freizeitpark lotsen und begleiten und so weiter. Der ja aber dann auch noch sagt, dieses Scheißblock und so weiter und so fort, was will ich denn damit und so weiter. Und das ist ja genau der Gegenentwurf dazu. Wir haben hier quasi wieder nur die Behinderung drin, um zu zeigen, dass derjenige, der sich ja dazu herablässt, mit dem Krüppel-TM sich zu beschäftigen, der ist ja so ein guter Kerl dann auf einmal. Nur deshalb. Ja, das macht auf einer gewissen Ebene Sinn. Ich glaube aber gar nicht, dass der ganze, wie du sagst, Insel-Scheiß, dass das tatsächlich das King das problematisch gesehen hat. Ich glaube eher, das ist halt das Ding, wie sich extrem viele 20-jährige ungevögelte Kerle fühlen. Das ist halt wirklich ein Gefühl, was da ausgedrückt wird hauptsächlich. Weil es werden ja keine Handlungen oder sonst was gemacht. Ich glaube, das ist halt einfach ja ein Ding, um zu zeigen, der Kerl ist eine arme Sau. Und da ist keine Schuldzuweisung, keine irgendwas, sondern halt einfach, das ist so. Das ist ein junger Mann in den 70ern. Ja, und Punkt. Ich würde dir grundsätzlich zustimmen, aber ich glaube, mich zu erinnern. Und ich muss jetzt auch wieder sagen, auch bei mir ist es jetzt eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Aber es gibt eine Szene, wo es unser Autor für aktiv notwendig hält, das Verhalten unseres Hauptcharakters aktiv zu relativieren. Eben genau mit dieser Argumentation, ja, das ist ein junger Kerl, der hat noch keine Erfahrung im Leben, blablabla, und so weiter und so fort. Wo quasi ich glaube, es ist die Hauswirtin, die sich da quasi reinhängt in das Thema. Und sie wird dann darüber belehrt, ja, das ist doch alles überhaupt nicht schlimm, das ist doch normal in dem Alter, bla bla bla. Also es gibt auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau den Kontext, aber es gibt eine Szene, wo aktiv für notwendig gehalten wird, nochmal auf dieses Verhalten Bezug zu nehmen. Deswegen glaube ich nicht, dass ihm das nicht bewusst ist, dass es problematisch ist. Ohne jetzt die Szene zu wissen, kann ich dazu keine Stellung nehmen, aber möglich. Aber ich akzeptiere deinen Punkt auf jeden Fall, Hendrik. Ich, schwierig. Ein Stück weit kann ich deiner Argumentation folgen, aber auch nur ein Stück weit. Beim Hören, ich sag mal so, ja, wo er da gerade so anfängt, in diesem Freizeitpark zu arbeiten, irgendwo hat, kamen so ein paar Szenen, wo es um Wendy ging, wo ich mir dachte, die nächste logische Szene ist, der fährt hin und bringt die um. Bringt die um, genau. Und Wendy, es wird, glaube ich, sogar aktiv so eine latente Morddrohung in irgendeiner Form geäußert. Ja. Ich habe damit gerechnet, dass die Geschichte in die Richtung weitergeht. Ja. Wenn dem so gewesen wäre, würde ich dir völlig recht geben. Dann hätte man das behinderte Kind einführen können, um ihn zu rehabilitieren. Aber so, wie die Geschichte verlaufen ist, muss ich Jonas eigentlich recht geben in seiner Argumentation. Das ist halt ein ungebumster 20-Jähriger. Ne? Die verhalten sich halt nicht wie frisch verheiratete 40-Jährige. Okay,
akzeptiere ich. Ich gebe dir aber recht, auf jeden Fall dieses Gefühl von, der fährt jetzt dorthin und macht die kalt, ja, das definitiv. Ich glaube aber tatsächlich, wäre das so gewesen, wäre er halt weit überhalb jedes Levels von Erlösung durch das behinderte Kind. Ich glaube, das Level von, ich denke darüber nach, die umzubringen, das ist was, was du redeemen kannst, indem du sagst, ja, aber ich habe jetzt dem und dem und dem das Leben gerettet und ich bin ja zum Krüppel gut gewesen, so ein schlechter Kerl bin ich ja eigentlich gar nicht. Bloß ich finde das ein bisschen putzig, weil die anderen Akte von, ich möchte es mal Nächstenliebe nennen, zum Beispiel, dass er dem einen Typ, der den Herzinfarkt hat, was ja der zweite Mensch ist, der, dem er das Leben rettet, dass er dem zum Beispiel, ohne nachzudenken, dieses Foto bringt. Das ist ein ehrlicher, aufrechter Akt von mache ich, weil ich es kann, weil in meiner Welt der anständige Zug ist, das zu tun. Dieser ganze Beigeschmack, der da in dieser Blase mit dem Kind da drüber hängt, den finde ich massiv schwierig. Es kann aber, wie gesagt, auch mein persönlicher Bias sein, will ich nicht ausschließen. Ich hatte durchaus auch das Gefühl, dass das der Umgang mit dem Kind Nächstenliebe ist und alles, was mit der Mutter passiert, nur Hosenbeifang. Also ich denke auch, weil das ganze Ding fängt an mit, hey, kann ich euch mal zeigen, wie das mit dem Drachen vielleicht wirklich funktioniert? Ihr macht das falsch. Und dann nicht, ui, lassen ich will sie die Olle Drachen knattern steigen. Und ja. Zeigt das. Lass sie meine Drachen steigen. Genau. Ja. Also den Punkt ganz am Anfang, das erste Treffen, da bin ich 100% bei dir. Das ist Nächstenliebe. Oder halt, weil. Der Rest entwickelt sich halt irgendwie. Ja. Also ich verstehe, was du meinst, Dela. Und wie du sagst, vielleicht bist du besonders, reagierst besonders. Ich würde sagen, es ist beides. Du hast recht damit, aber wahrscheinlich reagierst du auch noch mehr als wir darauf. Ja, sicher. Und ja, und wahrscheinlich liegt es da dran. Aber natürlich hast du recht, also auch die ganze Art, wie das geschrieben ist. Das ist keine Glanzleistung für King. Er hat es schon schlechter gemacht, aber ja. Nein. Ich muss aber sagen, die eigentliche Darstellung der Behinderung und wie das Kind damit umgeht, die fand ich cool. Also so diese Sichtweise von dem Kind, von wegen, ja, mir tut das und das weh, aber ich verheimliche das mal, weil sonst dreht die Alte wieder frei und da habe ich keinen Bock drauf, weil das ist wieder mehr Stress. Das ist halt so eine Situation, in der habe ich mich in meinem Leben auch oft genug befunden. Und ja, die ist realistisch, diese Denkweise, und die ist auch in dem Alter schon realistisch, wenn ich überlege, dass King sonst sehr frühreife Kinder schreibt. Also so diese ganze entspannte Art und natürlich aber auch die ganze manipulative Art, die manchmal nötig ist, schlicht und ergreifend, für dieses Kind, um aus dieser überprotektiven Hülle auszubrechen. Das hat mir wirklich gut gefallen, das war nicht verkehrt. Ich fand einfach nur, dass er eben in dieser Situation im Freizeitpark, dass er das dann wieder nutzen musste, um die Alte wieder anzubumsen. In dem Moment erstmal nur zu küssen, aber wir wissen alle, wo es hinführt. Das war ein echt uncooler Move und den hätte es nicht gebraucht. Den hätte es auch fürs Buch nicht gebraucht. Ich glaube, das sollte einfach dann für das Finale die emotionale Bindung noch ein bisschen höher bringen. Aber dafür haben wir doch einen magischen Krüppel, damit wir die magische Bindung nicht durchs Ficken reinbringen müssen. Ja, aber ey, die hat mich rangelassen. Vielleicht, wenn ich das Leben rette, lässt sie mich nochmal ran. Das bringt mehr als, jo, das Kind ist auch in Gefahr. Weil er denkt halt viel mit seinem Schwanz. Ja, ja. Wir haben immerhin einen magischen Krüppel und einen Zauberstab. Oh Gott. Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, ich liebe euch. Ich mache so gerne mit euch Podcasts. Und das Schöne ist, ich bin endlich nicht der schlimmste Mensch in dieser Runde. Das ist fantastisch. Juhu, ich habe eine Rolle. Also wenn wir nicht einfach nur den Titel des Buches als Episodentitel nehmen würden, dann wüsste ich genau, was es bei dieser Folge wird. Eine Zwischenfrage habe ich noch. Mhm. Colorado Kid, ist das Auto von Nashville Knight Rider? Und schon bist du wieder raus.
Juhu, ich darf wieder in meinen Keller. Ja, wie habt ihr denn, also natürlich, wir brauchten dieses Kind, um diese Geisterbahngeschichte aufzulösen. Aber wie fandet ihr denn den Krimi-Teil der Geschichte? Was ja eigentlich ein, anbetrachtlich der Tatsache, wo es veröffentlicht worden ist, ein Schwerpunkt sein sollte. Fand ich, hat funktioniert. Also, ich fand den Krimi-Teil besser als den Geisterteil, weil für mich hätte den, also wenn es eine Geistergeschichte wäre, wenn es eine Geistergeschichte gewesen wäre, hätte man noch ein bisschen mehr Geister reinschreiben können. Insofern, als Krimi fand ich das gar nicht schlecht. Würde ich auch sagen. Und vor allem hat mir auch gefallen, dass der Krimi-Teil halt nicht so im Vordergrund gestanden hat, wie bei Colorado Kid oder so. Es war so eine Coming-of-Age-Krimi-Geistergeschichten-Mischung, die hat für mich gepasst. Was ich halt gut fand im Vergleich zu Colorado Kid, es war hier halt ein bisschen kohärenter und schlüssiger. Na, also, ich meine, klar, Colorado Kid war so angelegt, dass es ein unerklärtes Rätsel bleibt. Aber dass wir hier diesen Krimi-Fall tatsächlich mit Hinweisen, zum Beispiel mit dieser Tätowierung und den Handschuhen und falschen Red Herrings und so weiter, das fand ich schon gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Das hat mir besser gefallen als Colorado Kid. Aber wie bei allen, also es ist keine richtige Geistergeschichte, es ist kein richtiger Krimi, aber es hat wenigstens für mich den richtigen Ton getroffen. Ja, es war so dieser Krimi-Handlung, das war so ein klassischer Whodunit. Und bei Colorado Kid war es ja eigentlich ein What the fuck done it oder so, aber hier hat es mehr gepasst. Und das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Ich würde auch sagen, wenn wir jetzt Colorado Kid mal wirklich außen vor lassen, ist das hier so der Startpunkt für einen Grimmi-lastigeren King in der nächsten Zeit. Da möchte ich euch schon drauf vorbereiten. Er macht das jetzt öfter, aber manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Ja. Und das hier ist so ein Zwischenstück. Und hier würde ich sagen, ist es wohl mit mehr Erfolg gemacht. Ja, also für mich hat dieser Krimi-Teil auch ganz gut funktioniert. Wie gesagt, ich fand es schade, dass der sympathischste Mensch im Buch der Mörder war, aber ansonsten fein. Wie war denn für euch das große Finale dann auf dem Riesenrad? Hat das bei euch irgendeinen Spannungsmoment, einen Spannungsbogen aufgezogen bei euch? Weil da saß ich halt da, ja, okay, ist okay, ich weiß es jetzt, danke, tschüss fürs Gespräch. Ich fand's cool, dass die Frau ihn gerettet hat. Das fand ich cool. Aber so im Großen und Ganzen hat das irgendwie für mich nicht funktioniert. Also es war ja schon klar, dass er rauskommt, weil wir wussten, okay, er schreibt das kurz vor der Rente. Das heißt, er wird nicht sterben. Ja, und deswegen, klar, es war die Spannung, wie geht es aus, aber dass es gut ausgeht, das stand ja außer Frage. Naja, es ist eine Geistergeschichte. Er hätte es aus dem Grab diktieren können. Nein, klar, man wusste, dass ihm nichts passieren kann und es war nicht die Art von Geschichte, dass King zum Beispiel das Kind hätte sterben lassen oder sowas. Man wusste, es geht gut aus und er hat es auch nicht zu sehr in die Länge gezogen. Das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich es jetzt nicht schlimm fand, aber ja, es war halt der Höhepunkt, der musste halt kommen. Weiß jetzt nicht, ja... Der andere Höhepunkt kam ja vorher schon. Es war okay. Also er hat schlimmere Enden geschrieben. Ja. Das hier hat nicht wehgetan. Ja, das stimmt. Es gibt, aber ich kann nicht viel drauf rumreiten, ohne dass es wahrscheinlich wieder ungerecht wird. Aber reite so viel drauf rum, wie er auf der Mutter. Naja, das heißt einmal, also habe ich meinen Pulver schon verschossen. Haha.
Nein, aber was mich halt auch wieder genervt hat an unserem Charakter, war dieses... Oder falsch, genervt ist das falsche Wort. Einerseits fand ich, dass es ist ja ein Problem, wenn du ein Mensch mit einer Behinderung bist, dass deine Perspektive, deine Innenperspektive sehr gerne sehr aktiv ignoriert wird. Stattdessen wird sehr nach der Perspektive von deinen Eltern gefragt oder deinen Partnern oder was auch immer. Weil es ist ja immer noch eine große, große Bürde, TM, mit dem Krüppel TM zu interagieren. Beteiligte des Podcasts wissen das. Sie sind heilig und ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal hervorheben. Ihr wisst, wenn ihr diese Folge hört, wie ich das meine, na, euch ist das klar, was ich damit sagen will. Aber das ist ein Ding, dass die Perspektive von Angehörigen prinzipiell in dieser Diskussion mehr Gewicht bekommt als die Perspektive des Betroffenen. Jetzt ist das betroffene Mensch an der Stelle hier ein Kind. Das macht die Sache logischerweise nochmal um einiges schwieriger. Aber unser Freund hat dieses Kind vielleicht 2 Wochen lang im Vorbeigehen gesehen und hat zu allem, was die Mutter falsch macht, in der Erziehung dieses Kindes eine Meinung. Und die bleibt unhinterfragt, weil natürlich macht die Frau alles falsch. Weil sie ist ja total oberprotective und so weiter und so fort und so weiter. Und wo war ich gerade? Du hast dich darüber aufgeregt, dass sich ein 21-Jähriger wie ein 21-Jähriger verhält. Genau das. Okay, gut, es ist schön, dass ihr das so verkürzt, dann kann ich mir die Luft sparen. Und das Ding ist halt, weshalb ich eben den Punkt, den ich vor uns hatte, wir haben mit ihm und Lane quasi dieselbe Grundveranlagung von wegen, weil Lane, als er dann erwischt wird, als wir diese Szene auf dem Riesenrad haben, kommt ja auch genau diese Szene von, ja, diese ganzen Tussen, was denkst du, was die alles mit dir machen und so weiter und so fort. Und das, also Lane ist quasi das, was aus einem Menschen wie heißt unser Hauptcharakter? Ich kann mir den Namen nicht sagen. Devin. Würde, wenn er die Kurve nicht kriegt. So verstehe ich diese Allegorie. Und das ist eben das, wo ich sagen muss, du musst die halt nicht umbringen, damit du ein schmieriges Arschloch bist. Es tut mir leid, aber nein, du bist auch trotzdem nicht in Ordnung, Junge. Also gerade durch diese Überzeichnung durch Lane, finde ich, wird der Kontrast nochmal stärker. Und wie gesagt, also dieses ganze Entitlement, was er an den Tag legt, das geht mir so auf den Sack. Und eben gerade im Kontext mit der Behinderung und wie er mit der Mutter plötzlich eine Meinung hat und so weiter und so fort. Ja, ich gebe euch auch recht, ja, da ist 21, mit 21 sind Menschen dumm. Nein, die sind super schlau, weil der weiß ja alles besser, offensichtlich. Der hätte auch den Nahostkonflikt lösen können, da hätte man ihn nur gefragt. Ach, die Jugend. Was ich allerdings sagen muss, was ich King an der Stelle, auch wenn ich es ihm nicht anrechnen will, aber wir wissen alle, es könnte schlimmer ausgehen, ist die Tatsache, dass wir nicht die Szene haben, das Kind stirbt, er geht zu der Beerdigung und er heiratet die Mutter, weil jetzt ist sie ja plötzlich erlöst von ihrem schweren Schicksal mit ihrem Kind und kann ihr persönliches Glück plötzlich verfolgen. Also das hat mir eigentlich noch gefehlt, dass er das noch mit reinbringt, dann hätte ich das Buch angezündet. Aber das hat er uns zum Glück erspart, aber ich habe drauf gewartet, dass es passiert. Komm, also selbst King wusste, dass eine Beziehung mit dem Typen kein persönliches Glück ist. Ja. Gut, gibt es noch Meinungen zu diesem Komplex in irgendeiner Form? Ich habe keine mehr. Okay, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich zum Inhalt nicht mehr viel zu sagen. Wie geht's euch? Wie fandet ihr denn das Ende? Welches Ende? Das Ende der Geschichte mit dem toten Kind. Ja, ich fand's ganz gut, dass es keine spontane Wunderheilung gab. Und wie gesagt, ich fand's auch ganz gut, dass nicht plötzlich Mama erlöst ist von ihrem schlimmen Schicksal. Das fand ich auch ganz nett. Dass das Kind sterben musste, war, glaube ich, allen klar. Also, das fand ich auch gut, dass er das durchgezogen hat.
ansonsten, ja, dass seine Freunde dann schon oder sein Kumpel da schon gestorben war und so weiter. Dann später, ja, okay, aber die waren mir alle echt egal. Also das Ende war vollkommen okay, das war glatt, aber es war absolut bedeutungslos. Ja, was man dem Ende vielleicht zugute halten kann, ist so, dass es einem zeigt, egal ob die Geschichte ein Happy End hat, es geht immer weiter und es geht immer scheiße aus. Das mochte ich eigentlich, aber ansonsten war es so, ja, Standard für so Geschichten. Ja, das sehe ich ähnlich. Also bin ich der Einzige, der das Ende voll gut fand? Ich sage ja nicht, es war schlecht. Ich kann dir, ich weiß nicht, woran ich es festmachen würde, aber es hat sich einfach sehr, sehr rund angefühlt und nach dem passenden Ende für die Geschichte. Zum einen, dass er eben nicht mit der Mutter zusammen ist, sondern eine Freundin hat, weggezogen ist und ne, da sein Ding macht, dass die Leben quasi ne, auseinanderlaufen. Weil ja auch vorher quasi das Kind das Bindeglied war zwischen den beiden, auch hier am Ende wieder das Bindeglied zwischen den beiden ist. Und so rein vom Bild her, ich konnte mir das halt filmisch sehr gut vorstellen mit dem Drachen. Das finde ich, hat er echt, echt gut geschrieben. Also. Ja, wobei ich halt da auch wieder und gleich. Aber Jonas, willst du zum Ende noch irgendwas sagen? Oder? Ja, das Ende erfüllt quasi die Prophezeiung, die Milo war der Hund, Mike, die Mike gemacht hat mit er hat noch ein paar gute Monate vor sich, dann ein paar schlechte und dann ist er tot. Das hatte er so gesagt und damit hat er recht behalten. Das passt quasi ins Gesamtbild, fügt sich da ein. Und ja, ist wie Hadrian sagt, es passt irgendwie da rein in die Geschichte. Es ist halt so ein, ja, kein Happy End, aber es ist ein... Es ist organisch. Ja, es ist ein passendes Ende, was man wirklich mit Kamerafahrt vom Strand weg und der Drache fliegt weg und sowas. Das kann man sich schön im Kopf zurechtmalen. Das ist lustig, dass du das sagst, weil für mich hat es sich irgendwie nach einem Happy End angefühlt. Wie gesagt, ich kann es nirgendwo dran festmachen. Einfach nur so rein gefühlshuppifluppi-mäßig. Ich komme darauf gleich. Und noch eine Frage, wo du eben sagtest, Prophezeiungen. Fandet ihr die Wahrsagerin auch so lustig? Die war super. Ja. Also, wenn ich Stephen King und Drachen höre, ich kann das da nicht ernst nehmen. Ihr kennt doch diese Simpsons-Folge, wo King auftritt, oder? Mhm. Wo er erzählt, er schreibt jetzt ein historisches Buch. Ja. Über, wer ist es? Der den Drachen hat steigen lassen im Gewitter. Edison. Edison, genau. Ja, und wie er halt die Elektrizität entdeckte und damit ein Tor zur Hölle öffnete. Und ich sehe immer Stephen King mit diesem Drachen vor das Meer, wie im Gewitter da rumläuft. Ich kann es nicht ernst nehmen, tut mir leid, aber es ist trotzdem ein schönes Bild. Gut. Habt ihr zum Inhalt, sonst würde ich in die Symbolik gehen. Dann geh mal. Zur Symbolik. Dann schließe ich hier gleich an, was du sagst mit dem Ende, warum sich das für dich wie ein Happy End anfühlt. Und da sind wir wieder bei Magischer Krüppel 101. Selbstverständlich ist ein behindertes Kind, das an den Rollstuhl gebunden ist, ich betone an dieser Stelle diese Formulierung, natürlich ist deren oder dessen einziger Wunsch der nach Mobilität und Freiheit und deswegen diese ganze Symbolik mit dem Drachen und fliegen können. Und er sagt es ja auch so schön, diesen Satz, ich habe noch kein behindertes Kind getroffen, das nicht davon geträumt hat zu fliegen. Es steht, dieses Zitat steht so im Buch. Und genau unter diesem Aspekt fühlt sich das nach Huppifluppi an. Da würde ich dazwischen grätschen. Der Drache hat ja, was war es, Jesus, glaube ich, ne? Ja. Drauf gepinselt. Ja. Auf zwei Ebenen finde ich das lustig. So ein Drache ist aus dem Kreuz gebaut und dann hängt er an Jesus dran. Und zum anderen der übermächtige Opa, der auch Jesus so lustig findet. Und am Ende wird das Band zwischen
ne, und dem Opa zerschnitten und ne, sie sind alle frei. Ich glaube, das fand ich da dran witzig. Das ist lustig, dass ich habe, glaube ich, im Laufe der Geschichte vergessen, dass das Kind im Rollstuhl sitzt. Okay. Für mich war das einfach nur ein krankes Kind. Mhm. Das mit der Mobilität ist witzig, das hatte ich völlig nicht auf dem Schirm. Mhm. Spannend. Dann, wie gesagt, wir haben natürlich den obligatorischen magischen Krüppel, wobei er sich da ja tatsächlich zusammengerissen hat. Das hatten wir in anderen Büchern ja sehr viel schlimmer. Ich sag nur das. Aber auch hier, ich meine, er hat diese Träume, er hat diese Vorahnungen. Er wird im Traum besucht von dem Herzinfarktpatienten, den Gavin gerettet hatte. Wird dadurch gewarnt über diese Sache mit dem Riesenrad und so weiter und so fort. Und natürlich ist das Kind auch in der Lage, die Geisterfrau aus der Geisterbahn zu befreien und so weiter. Weil dazu brauchen wir einen magischen Krüppel. Ansonsten haben wir natürlich auch den magischen Hund, weil ein behindertes Kind braucht einen Hund als Freund, weil alle anderen Freunde stehen ja, wie gesagt, nur aus Gnade zur Verfügung. Und so ein Hund, wissen wir ja alle, ne? Es tut mir leid, ich muss irgendwie an meinem Zynismus arbeiten. Aber ich mochte den Hund. Der Hund war wirklich super. Gibt's gar nichts, aber es hat trotzdem eine Funktion. Ja? Aber ich mochte den Hund. Der Hund war toll, ich mag Hundi. Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn es ein dreibeiniger Hund gewesen wäre? ich sehe gerade so vor mir, ihr kennt doch Family Guy. Den alten. Und der hat doch auch so einen alten, klapprigen Hund. Der perverse Alte? Ja, der perverse Alte und sein Hund. Und diesen Hund möchte ich bitte haben. Nun, wie dem auch sei. Nein, auf jeden Fall. Na, das ist halt wirklich Basiszeug. Ansonsten halt dieses obligatorische Rache aus dem Grab, beziehungsweise Aufklärung des Mordes aus dem Grab. Wir haben dieses Mann der vielen Gesichter-Thema. Wir haben dieses Thema von, du kannst niemandem vertrauen, nur weil der aussieht wie ein gut erzogener 20-jähriger Student, heißt das nicht, dass du als Frau gefahrlos den ablehnen kannst, ohne dass er dich umbringt. Andererseits heißt das auch nicht, weil der andere 30 Jahre alt ist und auch stabil oder weniger stabil wirkt, dass du mit dem schlafen kannst, weil er dich eventuell auch umbringt. Dieses du kannst niemandem trauen oder du solltest niemandem trauen Thema, was ja aber dann natürlich wieder konterkariert wird durch diese Sache mit dem Freizeitpark, weil es gibt ja doch Menschen, die aus reiner Freundlichkeit die richtigen Dinge tun, Ansonsten ist hier bestimmt relativ Symbolik noch drin, zum Beispiel das mit dem Haarband, da könnte man bestimmt auch was konstruieren, so blau mit Hoffnung und so weiter und so fort und Frieden und Himmel. Diese ganze Sache mit dem Drachen habe ich ja schon erwähnt. Ja, und das blaue Band war, glaube ich, ein Preis für das schnellste Überqueren der Nordwestpassage oder des Atlantiks, ich weiß nicht. Irgendwas Atlantik, ja. Passt hier irgendwie nicht in die Geschichte, aber vielleicht kann man... Naja, vielleicht hat sie das blaue Band für die schnellste Überquerung des Flusses im Jenseits. Hat die das Drücks? Ja, genau. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall nicht für die schnellste Achterbahnfahrt, die hat ziemlich lang gedauert. Geisterbahn. Ansonsten aber auch eben dieses Thema, dass wenn du als normaler Mensch in Thematik von Jenseits und so weiter zu tief reinguckst, kann das sein, dass das Jenseits dich zu zeitig einfordert. Das wäre zum Beispiel die ganze Thematik gewesen mit dem Kumpel von ihm, ich glaube Tom hieß er, der diesen Geist gesehen hat und der auch der Erste ist, der stirbt und der ja auch das ganze Erlebnis nie so richtig verkraftet hat. Ansonsten, es ist relativ, für einen King ist wenig Symbolik drin, für eine im Prinzip so ein bisschen Kriminal, Noir, was auch immer Geschichte, ist es aber doch tatsächlich relativ viel. Habt ihr noch Ergänzungen? Nö, ich glaube, das gibt jetzt auch nicht so viel her.
Man könnte jetzt natürlich anfangen zu überlegen, das ist ja keine Achterbahn, das ist ja eine Geistberg, ist es wieder. Achterbahn war eine andere Geschichte, die auch nicht besonders gut war. Ja. Mir wird gerade klar, warum sich der Hauptdarsteller mit dem Kind hat anfreunden müssen. Das Kind hat einen Hund als Freund und er hat ein Hundekostüm. Mhm. Ah. Und er wedelt viel mit dem Schwanz. Genau das. Danke. Ja. Gut. Habt ihr Symbolik, habt ihr keine mehr? Wie sieht's denn hier mit Querverbindungen aus, Flo? Ja, wir haben Querverbindungen zu einigen der nächsten Geschichten. Die Jahrmarkt-Mitarbeiter benutzen den Begriff Tölpel. Mhm. Das taucht in Dr. Sleep nochmal auf und in Revival. Und hier wird erwähnt, dass Charles Jacobs als Mr. Electrico in diesem Park mal aufgetreten ist. Den treffen wir in Revival wieder und begleiten ihn. Und das ist auch wieder eine Geschichte. Da passt denn der Drachen und der Gewittersturm alles gut zusammen, aber da kommen wir später mal dazu. Ja, ansonsten haben wir natürlich, wie du schon gesagt hast, den magischen Krüppel. Den haben wir ja regelmäßig. Und Ich zähl mal auf. Wir haben ja des Werwolfs, wir haben Duddles, wir haben... Kann man Tommy noch was mit dazu zählen? Ich glaube, der kleine Bruder war so ein bisschen autistisch. Egal, na, sagen wir mal Tommy noch was nicht, aber Desperation bzw. Regulator vor allem. Ja, sind jetzt die mir spontan eingefallen. Mit Sicherheit auch mehr. Ja, und es gibt noch eine Szene zwischen Devin und seinem Vater, wenn die beiden ein Reh sehen, das vor ihnen nicht davonläuft. So Momente gibt es auch in Es und die Leiche. Genau. Meiner Erfahrung nach sind es meistens dumme Rehe oder der Wind steht ungünstig für sie. Oder sie haben Tollwut. Aber nein, das soll ja wieder zeigen, wie geduldig und wie zärtlich eigentlich unser Freund ist. Nein, das bereitet die Fortsetzung von Cujo vor, wenn das Reh mit Tollwut die Leute umbringt. Ich möchte die Geschichte mit dem Amok-Reh lesen, bitte. Das finde ich gut. Ich habe da irgendwann mal so einen Film gesehen mit Rehen, die Menschen umbringen. Irgend so ein Horror. Das war Amun-Re, das war die Mumie. Ach. Ja, andere Querverbindungen noch? Ich wüsste jetzt nichts mehr. Okay. Dann, wie sieht's denn hier aus mit Zitaten? Ich hätte eins, aber auch nur eins. Ich habe zwei, aber das eine ist etwas länger und das muss ich jetzt loswerden, weil es das ist, worüber wir die ganze Zeit schon reden. Mhm. Es ist endlich mal eine realistische Sexszene. Ja. Es blieb sehr zu meinem Glück nicht bei diesem einen Mal. Das erste Mal dauerte nämlich nur, ich würde mal sagen, rund 8 Sekunden. Vielleicht 9. Ich bin in sie eingedrungen, das immerhin, aber dann spritzte alles überall hin. Schon möglich, dass ich mich bei einer anderen Gelegenheit noch mehr geschämt habe. Und zwar, als ich im Jugendcamp der Methodisten beim Abendmahl einen habe fahren lassen. Aber irgendwie auch wieder nicht. Ich habe, sie klang wie Bela Lugosi mit Brüsten. Ist es schlimm, dass ich das sexy finde? Nein, Flo, keiner von uns ist überrascht. Hendrian, hast du noch was? Nein. Und Jonas? Wenn ich mir welche aufgeschrieben habe, dann finde ich sie nicht mehr. Okay. Ich hätte noch, wenn du mich fragst, dann ist ein gezücktes Scheckbuch besser als gar kein Liebesbeweis. Okay, das ist ja schön. Gut, wie sieht's denn hier mit Verwertungen aus? Ja, es wurde ja schon erwähnt, dass Hendrian das Buch gehört hat. Mhm. Also es gibt ein deutsches Hörbuch, das diesmal nicht von David Nathan, sondern von Michael Kelly vorgelesen wurde im Deutschen. Und es gibt natürlich auch ein englisches Hörbuch. Ich bin mir sehr sicher, dass wir die Nathan-Version gehört haben. Ich recherchiere kurz. Nee, ich glaube, es war nicht Nathan. Also ich wüsste nicht, dass es einen... Ach nein, stimmt. Nathan, doch. Ach, verdammt. Ja, nein, Michael Kelly ist natürlich im englischen Original. Ach, ja. Entschuldigung, durcheinander. Er heißt dann wohl auch Michael Kelly. Okay. Ja, bereits vor dem Erscheinen des Buchs wurden die Filmrechte vergeben, aber da hat sich noch nichts getan.
Schade eigentlich, weil als Film könnte ich mir das gut vorstellen. Es ist auf jeden Fall filmisch von der ganzen Atmosphäre her. Das, ja, das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber sonst keine Verwertungen, von denen du bis jetzt weißt. Nein. Okay. Dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Wenn jemand im Jahr 2024 vergessen hat, wie das funktioniert, wir bewerten von 0, das ist das Schlechteste, bis 19. Und ich würde sagen, Jonas, du fängst an. Ich hatte Spaß an der Geschichte, auch wenn sie ein bisschen gebraucht hat, um mal richtig loszugehen. Und ja, ich gebe 14 Punkte. Okay. Ich fand sie tatsächlich nicht so schlimm, wie es sich jetzt in der Nachbesprechung wieder anhört. Ich fand sie aber schlimm genug. Das sind aber die üblichen Krankheiten, über die ich mich immer aufrege und wenigstens keine neuen Krankheiten, über die ich mich aufregen muss. Deswegen, und weil es tatsächlich endlich mal wieder für mich den Ton eines Kings getroffen hat, bleibe ich tatsächlich doch noch bei stabilen 11 Punkten. Hendria? Ich hatte voll viel Spaß dran. Das hat für mich total gut funktioniert. 17 Punkte. Okay. Und Flo? Ich hatte auch Spaß an dem Buch. Es, wir ziehen uns hier bei den Folgen immer auf die negativen Sachen größtenteils. Ja. Weil das einfach mehr Spaß macht. Und aber, wie es in Ordnung bleibt, seien wir ehrlich. Ja. Aber trotzdem ist das tatsächlich ein gutes Buch. Es ist schön für zwischendurch. Und ich würde auch 15 Punkte geben. Okay. Dann biegen wir mal kurz in die Hausmeisterei ein. Und ich glaube zuallererst, wenn wir das tun, Flo, du hattest noch einen Nachtrag zu unserer letzten Folge. Genau, ich habe etwas vergessen in der Jahresendfolge, nämlich ein kurzer Überblick darüber, was es denn 2023 so Neues von King gab. Oder Neues, Altes in diesem Fall hauptsächlich. Denn Neues gab es ja nur das Buch Holly, das gibt es auch auf Deutsch als Hörbuch. Aber es gab einige alte Geschichten neu als Hörbuch, also auf Audible. Und zwar Regulator ist im Sommer erschienen. Tut's euch nicht an, furchtbares Buch. Colorado Kid ist im Winter erschienen. Tut's euch nicht an, das ist ein furchtbares Buch. Nein, ja, kann man natürlich hören, ist auch nur kurz. Und Desperation ist jetzt auch im Dezember noch rausgekommen. Desperation war gut. Desperation könnt ihr euch antun. Naja. Desperation war gut. Desperation hatte Sex und Wahnsinn. Ich mochte Desperation. Ist geklickt. Und in Büchern neben Holly ist in Deutsch letztes Jahr auch noch so manches Interessantes erschienen. Wir hatten jetzt 2022 bei Heine die ES-Jubiläumsausgabe, so ein richtig fetter Hardcover-Klotz. Das gab es dieses Jahr wieder, nicht ganz so fett, aber auch sehr schön gemacht. Friedhof der Kuscheltiere. Dann gab es beim Splitter Verlag eine bebilderte, also sind die Originalbilder von Bernie Bringston, aber in der schönen großen Hardcover-Ausgabe von Das Jahr des Werwolfs. Das war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es jetzt nochmal gelesen. Es ist ein bisschen uneben durch diese Kalenderblatt-Sache, aber es macht doch Spaß. Vor allem auch so zum Zwischendurchlesen mal. Und es ist jetzt letztes Jahr im Fester Verlag eine Originalzusammenstellung erschienen. Briefe aus Jerusalem heißt das Buch. Und sie sammelt bereits vorher erschienene Geschichten, die mit dem Lovecraftschen Mythos zu tun haben. Also von Bitte schick mir einen Link. Danke. Werde ich tun. Also von Briefe aus Jerusalem bis hin zu N ist das alles vereint. Sehr gut, sehr gut. Ja, das war's von meiner Seite und jetzt hast du noch was zu sagen. Genau, ich wollte nur ganz kurz nochmal ankündigen, es ist zurzeit noch nicht ganz raus, wie unsere Aufnahmeplanung so funktioniert, wie es mit den Gästen so aussieht und so weiter und so fort. Wir werden natürlich unser Bestes tun, dass ihr regelmäßig Folgen bekommt, aber sollte das nicht klappen, haben wir schon einen Alternativplan. Den haben wir ja schon in der Jahresendfolge so ein bisschen angespoilert und wir wollen demnächst im Laufe dieses Jahres immer mal so, wie es uns gerade passt, ein paar Folgen zu Family und Friends machen. Und das werden nur kleine Snackfolgen,
aber wir hoffen, ihr habt da trotzdem Spaß dran. Und wie gesagt, wundert euch nicht, weil es wirklich mal eine kleine Pause im Podcatcher ist. Das liegt einfach daran, dass uns das Leben wieder mal quergeschossen hat. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war mir eine Ehre, dass ihr dabei wart. Ihr könnt auch gerne als Gäste dabei sein. Wir haben zwar jetzt für dieses Jahr doch schon relativ viele Geschichten losgekriegt, aber ihr dürft euch gerne jederzeit freiwillig melden. Wir haben zum Beispiel Kurzgeschichten immer noch zu vergeben. Seid uns gern willkommen. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht nur irgendwas zum Reinreden, Teamspeak oder Discord. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr reden wollt, sagt uns Bescheid. Wir sorgen dafür, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Flo? Meldet euch gerne, wenn ihr Kurzgeschichten besprechen wollt und den Hendrian nicht in jeder hören wollt. Außerdem ist das gar nicht wahr. Der Hendrian ist jetzt schon nur noch in jeder dritten Kurzgeschichtenfolge. Ich habe hier nämlich den Hendrian schon rausgekegelt. Ja, weil sich manche Leute erbarmt haben. Genau. Nein, aber wie gesagt, generell, es wird Snacks geben, es wird reguläre Folgen geben und generell, es wird Wasser geben. So Gott will, in diesem Sinne. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst und vielen Dank an den Hendrian fürs Dabeisein. Sehr gerne. Wenn ihr nicht Gast sein wollt, dann bin ich Gast und dann gibt's wieder Peniswitze. Genau. Wuhu. Ansonsten, es war natürlich auch mit dir wieder schön, Jonas. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Und Flo, auch mit dir. Wie immer ist es mir eine Ehre zu podcasten. Es war wieder sehr schön. Und ja, vielen Dank. That's what Devin said. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich bin der Peniswitz. Hallo, Peniswitz.